Missing someone. Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna. Und ich starte gerade das Video an einem Montag. Wir haben Montag, den 6.6. und heute ist ein Feiertag. Wir haben Pfingsten und wir haben in Berlin nur den Montag frei. Ich glaube, in anderen Bundesländern hat man ja mehr Tage frei. Aber auf jeden Fall ist heute keine Uni. Und ja, wir haben gerade Mittag und ich dachte, ich gebe erstmal ein kleines Update, wollte über ein paar Sachen quatschen und nehme euch dann im Laufe der Uniwoche mit. Heute startet mein Modul Lunge. Wir haben 3 Wochen das Modul Lunge und das umfasst wie immer halt die Anatomie, Physiologie, paar biochemische Sachen, die Untersuchung der Lunge sowie ein paar wichtige Erkrankungen und natürlich auch so Histologie, Embryologie, solche Sachen. Und heute ist eigentlich der erste Tag, aber es ist halt ein Feiertag. Dementsprechend fallen die Vorlesungen aus und man muss die Sachen einfach selber erarbeiten, aber die Veranstaltungen finden nicht statt, was ich aber halb so wild finde, weil ich eh meistens nicht die Vorlesungen besuche, sondern eh die Sachen für mich alleine lerne. Bevor ich das Video richtig starte, wollte ich eben über ein Thema reden. Und zwar habe ich einen Kommentar bekommen oder darauf folgten ein paar Kommentare von Personen, die gesagt haben, dass sie sich schlecht fühlen, wenn sie irgendwie sehen, dass ich viel lerne oder Sport mache, weil sie sich schnell damit vergleichen und denken, dass sie selber mehr machen müssten. Und das ist total schwierig für mich, wenn ich das lese, weil ich nicht den Effekt haben möchte, dass oder nicht eben diese Wirkung, sondern ich möchte halt eigentlich lediglich meine Leidenschaften teilen, eben für Bildung und Lernen, aber auch Gesundheit, Ernährung, Sport. Und finde es super schade, wenn ein Vergleich dazu führt, dass man sich selber weniger wertvoll fühlt oder wohl damit, was man selber macht. Und ich glaube, das kann über Social Media sehr schnell passieren. Ich kenne das auch von mir selber, weil man auf Social Media natürlich immer nur oder nicht nur, aber schon vor allem sehr positive Dinge sieht und dann das Bild vermittelt bekommt, dass andere Personen immer, dass bei denen immer alles gut läuft oder dass die Personen alles können. Aber natürlich sind Videos und gerade halt Fotos und so auf Instagram oder anderen Plattformen nie repräsentativ für das ganze Leben oder für alle Facetten eines Menschen. Also ich versuche in meinen Videos wirklich authentisch und realistisch meinen Alltag wiederzuspiegeln und alles, was ich zeige, passiert genau so natürlich und entspricht einfach meinem Leben. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich jede Facette meines Lebens teile oder dass ich jede Facette dessen teile, was mich beschäftigt, weil ich natürlich auch einen privaten Raum für mich schaffen möchte und private Struggles oder Stressoren oder so nicht unbedingt im Internet teilen möchte. Und ich kann total gut verstehen, dass dadurch ein Bild entstehen kann davon, dass alles immer perfekt läuft bei mir, dass ich nie irgendwelche Struggles habe. Und das ist natürlich nicht der Fall. Natürlich ist mein Leben nicht perfekt. Ich habe natürlich auch Struggles, aber ich glaube, es ist auch legitim, dass man nicht unbedingt persönliche Probleme oder so im Internet teilt. Das muss man sich halt immer wieder im Hinterkopf behalten, wenn man Content auf YouTube oder Social Media konsumiert, dass man immer nur Ausschnitte aus dem Leben von einer Person sieht. Und die meiste Zeit habe ich das Glück, dass es mir wirklich gut geht und ich mich gut fühle und vor allem meinen Leidenschaften nachgehen kann im Alltag. Und das sind natürlich auch die Sachen, die ich primär teile, meine Leidenschaften. Und da kommen wir noch auf den Punkt. Ich glaube, dass man sich schnell gestresst fühlen kann, dass man, wenn man eben ein Video guckt, denkt, man müsste genau dieselben Sachen machen wie die Person in dem Video oder man müsste dieselben Interessen haben, denselben Dingen nachgehen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Also für mich sind mein Studium und Sport vor allem wirklich Dinge, die ich unfassbar gerne mache und in die ich viel Zeit und Effort investiere und die für mich halt einfach total wichtig sind und sich richtig anfühlen. Aber ich will nicht
irgendwie mit meinen Videos vermitteln, dass man so viel Energie in Uni stecken muss, wie ich das tue, weil das muss man natürlich nicht. Und ich will auch nicht vermitteln, dass jeder dieselbe Begeisterung für Sportarten haben muss oder so, sondern es sind halt lediglich die Dinge, die ich mag. Was aber nicht bedeutet, dass andere Wege oder andere Herangehensweisen schlechter oder besser sind, sondern verschiedene Menschen leben halt einfach auf verschiedene Arten und Weisen und verschiedene Interessen und Hobbys sind toll und nichts davon ist besser oder schlechter. Was ich damit sagen will, ist, ihr könnt ganz andere Hobbys haben und darin aufgehen oder ein ganz anderes Studium oder einen ganz anderen Alltag und das ist total toll und macht euch besonders. Und nur weil ich mein Leben so lebe, wie ich es tue, heißt das nicht, dass ich vermitteln will, dass irgendwer so leben muss, wie ich es tue. Natürlich redet man oder rede ich vor allem über Dinge, die ich mag und die gut laufen. Und dafür gibt es aber auch eine Million Dinge, die ich überhaupt gar nicht kann. Aber das seht ihr natürlich nicht, also weil das einfach Dinge sind, mit denen ich mich nicht viel beschäftige unbedingt oder über die ich wenig rede. Und dadurch entsteht halt vielleicht auch ein Eindruck von, die macht alles zu 100%, aber das ist natürlich nicht der Fall. Ich gehe vielleicht viel laufen, aber dafür mache ich kaum musikalisch-künstlerische Dinge oder so. Was aber ja genauso toll und wertvoll ist, nur halt nicht das, was ich dann wiederum mache. Ganz viele verschiedene Lebenswege sind sehr wertvoll und keiner ist mehr wert als der andere, sondern dürfen parallel existieren und man kann sich voneinander inspirieren lassen. Ihr seid toll, wie ihr seid und mit dem, was ihr gerne macht und wie ihr an Sachen herangeht. Ich habe das Gefühl, das musste ich ansprechen, weil mich das irgendwie total traurig macht und auch belastet, weil ich eigentlich einfach positive Energie und Bestärkung teilen will und ich will, dass sich Leute bestärkt fühlen, dass sie dem nachgehen, was sie lieben. Ich bin nur ein Mensch. Ich kann nur von meinen Erfahrungen und meinen Herangehensweisen berichten, aber habe keine universelle Antwort auf irgendwas. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich meine und ich habe das irgendwie sinnvoll ausgedrückt, was ich sagen wollte. Abgesehen davon ein kleines Tagesupdate noch. Ich habe bisher den Tag heute in meiner Wohnung verbracht und habe hier Unisachen gemacht und meine Wohnung ein bisschen aufgeräumt. Mein Freund war übers Wochenende hier und ich hatte noch nicht irgendwie wieder so aufgeräumt und sowas. Und sonst habe ich heute auch eigentlich keine besonderen Pläne. Ich werde jetzt ein Physiologie-Thema durcharbeiten für die mündlichen Prüfungen, laufen gehen und mich heute Abend mit Freundinnen treffen. Und ich glaube, wir werden heute Sushi machen. Morgen habe ich dann wieder normal Uni. Morgen steht eine Vorlesung, Prep-Kurs und ein Seminar an. Ich glaube, das Seminar handelt von Atemmechanik, die Vorlesung über Schlafapnoe und der Prep-Kurs eben Anatomie der Lunge, Brustraum, Diaphragma, genau, solche Sachen. Dann let's go, Physiologie. Ich habe hier gerade noch einen grünen Tee gemacht, lieb ich. Meld mich dann später, vielleicht heute Abend wieder. Ihr seid toll, wie ihr seid, vergesst das bitte nicht und vergleicht euch nicht, denn ihr geht euren Weg. Bis später, ciao. Guten Morgen, wir haben Dienstagmorgen. Ich habe mir hier so einen Kaffee in so einem weirden, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Mason Jar oder so gefüllt und mache mich auf in die Uni. Ich treffe mich gleich erstmal mit einer Freundin für unser wöchentliches Lerntreffen und dann geht es in den Prep-Kurs. So
Hallöchen und guten Abend. Wir haben gerade Dienstagabend, 7:30. Ich war hier gerade auf so einer Laufbahn in der Nähe vom Mauerpark und habe Intervalltraining gemacht. Und es war ultra anstrengend, aber tat voll gut. Und jetzt fühle ich mich total erfrischt und die Endorphine kicken. Ich werde auf dem Weg nach Hause noch eben ein paar Sachen einkaufen gehen und dann nach Hause fahren und kochen. An Uni hatte ich heute eine Vorlesung, Prep-Kurs und Seminar. Und die Themen, also alles beschäftigt sich ja mit der Lunge in diesem Modul. Und ich freue mich total über oder auf das Modul, weil ich einfach Lunge mega spannend finde und das eben auch ein Thema ist, das für meinen späteren Beruf richtig wichtig sein wird, weil ich eben Internistin werden möchte. Und ich würde gerade sagen, ich will in die Endokrinologie oder Kardiologie gehen. Aber die Lunge spielt natürlich, wenn man in der Inneren ist, überall immer wieder eine große Rolle. Ich liebe das so sehr, dass man eben im Sommer in der Uni auch ganz viel draußen sein kann, draußen essen kann. Und von mir aus könnten wir immer Sommersemester haben, immer Sommer haben. Ich bräuchte auf jeden Fall keinen Winter, aber ich glaube, das lässt sich nicht einrichten. Naja, ja, also ich gehe jetzt noch eben Sachen einkaufen. Ich melde mich morgen wieder. Morgen habe ich ein Histologiepraktikum über die Atemwege und Lunge sowie ein Seminar über die Veränderungen der Lungenmechanik und Lungenphysiologie bei Höhe und Tieftauchen. Naja, genau, ich melde mich morgen wieder. Tschüss! Ich melde mich am selben Abend noch. Irgendwie fühle ich mich gerade ultra inspiriert bezüglich ein paar verschiedener Themen und fühle mich daher auch sehr inspiriert, nochmal zu bloggen. Also es hat alles damit angefangen, dass ich laufen war und ich bin heute ohne Ablenkung gelaufen, einfach nur so im Moment und ohne Musik, ohne Podcast oder so. Ich habe dann über viele Dinge einfach nachgedacht und habe mich nach dem Lauf irgendwie wieder so energetisch und so inspiriert gefühlt, einfach fürs Leben. Wenn ich mich irgendwie uninspiriert fühle oder ein bisschen in so einem Loch bin, dann hilft mir so unabgelenkt im Moment sein und Bewegung einfach unglaublich. Und auf jeden Fall hatte ich den Gedanken, dass ich wieder gerne mehr Videos über verschiedene Themen machen möchte, unabhängig halt von den Vlogs, die ich filme. Bisher in diesem Semester habe ich halt jede Woche einen Uni-Vlog gefilmt, weil das halt auch am einfachsten ist, so im Alltag, weil ich halt doch immer einen sehr vollen Uni-Alltag habe und dann fällt es mir schwer oder es ist halt auf jeden Fall schwieriger, dass ich so Sit-Down-Videos filme, als dass ich einfach einen Vlog filme, weil das halt natürlich dann Dinge sind, die ich eh mache, die ich dann mitfilme. Aber ich möchte so gerne wieder mehr Videos filmen über verschiedene Themen, für die ich brenne und die euch hoffentlich auch interessieren, weil ich glaube, hier in der Community sind sehr viele Leute mit sehr ähnlichen Interessen wie ich und halt die untereinander ähnliche Interessen haben. Und ich habe einfach total Bock auf mehr informativen Content und darauf, dass wir uns einfach austauschen können über verschiedene Themen. Daher möchte ich euch fragen oder bitten, dass ihr mir gerne in den Kommentaren Videovorschläge oder Wünsche dalasst, was ich gerne filmen soll oder kann. Von den Grundthemen her, die ich gerne abdecken würde oder wo ich über verschiedene Unterthemen reden könnte oder wollte, wäre halt Sport, Ernährung, Bücher, Bildung und Lernen, Reisen, alleine reisen und ja, sonst so ein bisschen, was euch interessiert. Ich bin offen für vieles, weil ich würde mal behaupten, die Hauptthemen auf meinem Kanal sind ja so Gesundheit und Bildung, Lernen und dementsprechend in dem Bereich wären so die Themen, mit denen ich mich halt viel beschäftige und über die ich
gerne mehr sprechen würde in solchen Videos. Ich glaube, ich höre mal auf zu reden. Wir haben mittlerweile schon 11:15. Ich sollte bald schlafen gehen, aber ich wollte noch mit meinem Freund eben ein bisschen FaceTime. Ich werde generell voll oft gefragt, wann ich ins Bett gehe und wann ich aufstehe. Ich gehe meistens 10:30 schlafen, spätestens 11 eigentlich, und stehe 6:30 oder 7 auf, je nachdem, wann ich ins Bett gegangen bin. Also so, dass ich immer 8 Stunden oder mindestens 7 schlafe, so 7 bis 8 in der Regel. Und das ist mir unheimlich wichtig, dass ich genug schlafe, weil ich wirklich, wenn ich weniger als 7 Stunden schlafe, bin ich zu nichts zu gebrauchen. Und das Gefühl mag ich gar nicht. Immer schön genug schlafen ist ganz wichtig. Sitting on my own with an old guitar, and I'm far away. Sipping cold tea with a loose brown leaf, and I think of you. Slip into a dream of a wish of mine, but it won't come true. Hallo. Hallöchen, ich befinde mich gerade in der Uni im Bettenhochhaus, also im Krankenhaus, in einem Seminarraum. Ich treffe mich hier gleich noch mit meiner Freundin und wir machen noch ein Lerntreffen und wiederholen die Anatomie vom Auge. Ich hatte gerade eben ein Seminar darüber, wie sich die Lunge, die Atemphysiologie an Höhe und Tiefe anpasst, also beim Bergsteigen oder beim Tauchen und generell eben ja die Höhenanpassung in extremen Umwelten. Und ich finde das Thema mega spannend. Generell liebe ich einfach Physiologie und gerade halt Physiologie, die sich damit beschäftigt, wie sich der Körper anpasst an Belastung, extreme Bedingungen, finde ich einfach mega faszinierend. Wir haben mittlerweile 6:15. Ich habe mir Essen mitgebracht und ich dachte, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen was essen, während ich auf meine Freundin warte. Die hat noch ein Praktikum und dann machen wir noch unsere Anatomie-Augen-Session. Auge ist ja nicht so mein Ding. Das ist so eine Sache, die ich nicht mega mag. Ich glaube, das war es erstmal, mein Live-Update. Ich habe hier eine super Aussicht über Berlin, weil ich hier halt oben hoch oben drin bin, in Mitte im Bettenhochhaus. Hier einmal meine wunderschöne Aussicht. You need me. Tell me that you need me too.
Hallo, wir haben gerade Freitagabend, kurz vor 22 Uhr und ich wollte mich nochmal melden und über ein paar Themen quatschen. Erstmal wollte ich über das Thema Vergleichen reden, weil ich ja am Anfang des Vlogs schon darüber geredet habe, wie man schnell in die Falle tappt, dass man sich mit Leuten online vergleicht. Und ich erlebe das auch immer wieder im, ich sag mal, echten Leben, dass man sich natürlich gerade auch in der Uni sehr schnell mit Leuten vergleicht, von denen man denkt, dass sie mehr machen oder dass man dann selber an dem zweifelt, wie man selber vorgeht und nicht darauf vertraut, dass man alles schon richtig macht. Ich hatte es zum Beispiel vor ein paar Tagen, da habe ich am Abend mit einer Freundin gelernt und dann waren wir fertig und haben uns verabschiedet und sie sagte, sie geht eben noch in die Bib und lernt noch bis spät am Abend und das hatte ich nicht vor. Ich war eigentlich fertig mit dem Unitag, wollte nach Hause und mich ein bisschen entspannen und gerade in solchen Momenten passiert es mir schnell, dass ich mich vergleiche und denke so, uff, sollte ich vielleicht auch noch in die Bib gehen. Aber der Vergleich ist ja gar nicht sinnvoll, weil A, weiß man nicht, was die Person an einem anderen Zeitpunkt am Tag gemacht hat oder in der Woche. Und B, selbst wenn die andere Person mehr macht, heißt es nicht, dass man selbst schlechter lernt. Oder ja, generell, Leute lernen verschieden. Leute gehen verschiedene Dinge auf verschiedene Arten und Weisen an. Und gerade ein Vergleich ist halt immer total problematisch, weil man nur diesen einen Moment wahrnimmt und gar nicht das ganze Bild sieht, nicht den ganzen Tag der anderen Person sieht, die ganze Woche. Und wie gesagt, selbst wenn die andere Person mehr macht, ist das ja eigentlich egal, weil man irgendwie lernen muss, dass man auf seinen eigenen Plan, seine eigenen Fähigkeiten vertraut und bei dem bleibt, was man selber macht, weil man schon weiß, dass man gut genug ist, dass man genug macht und das nicht davon abhängig ist, wie viel was andere Leute machen. Das ist manchmal nicht einfach, gerade in einem Umfeld, also in einem Studium oder auch sonst in einem Umfeld, in dem viel Leistungsdruck irgendwie herrscht oder viel Leistung gefordert wird. Aber ich will euch hier nur noch mal einen Reminder geben, dass jeder Mensch das wahrscheinlich erlebt, dass ich das auch habe, aber dass man sich auch irgendwie davon lösen und distanzieren sollte. Und ich lerne irgendwie Step by Step immer mehr, dass ich einfach auf meinen Weg, meinen Plan und das, was ich mache, vertraue und da den Vergleich und gegebenenfalls Druck irgendwie loslasse, hinter mir lasse. Was ich sagen will, ihr seid gut, wie ihr seid. Ihr macht euer Ding schon richtig und egal, ob andere Leute mehr, weniger Sachen anders machen, ist egal, weil ihr auf eurem Weg seid und ihr geht den Weg nur für euch und das Leben von anderen Personen ist deren Leben. Die können gerne mehr machen, die können auch gern weniger machen, die können gerne andere Sachen machen. Aber ich glaube, wichtig ist nur, dass man selber zufrieden ist mit dem, was man tut und mit dem, wer man ist und wie man ist. Und das kommt eben von innen heraus und nicht dadurch, dass man externe Anerkennung bekommt. Ein ganz anderes Thema, über das ich reden wollte, ist noch Training. Ich war heute Mittag trainieren und habe das erste Mal 10 Pull-Ups geschafft und ich bin so happy. Vorher habe ich immer so 8 ungefähr geschafft. Fortschritt ist oft gar nicht linear. Und das kann demotivierend sein, wenn man denkt, man macht keine Fortschritte, weil ich war wirklich für ein Jahr oder so einfach auf einem Plateau, habe mich nicht verbessert, habe nicht mehr Wiederholungen geschafft. Aber einfach
Kontinuität und Dranbleiben lohnt sich. Denn langfristig kommt natürlich ein Fortschritt, früher oder später. Und den sieht man halt oft nicht. Aber die kontinuierliche Arbeit und der Effort, den man in Dinge steckt, früher oder später zahlt er sich aus und man sieht Veränderungen, Fortschritte, wie auch immer. Und ich glaube, ganz wichtig ist die Erkenntnis, dass man nicht nur direkte Bestätigung und Fortschritte als was Positives sieht, sondern vielmehr den Weg schon genießt und sich dann freut, wenn man irgendwann Fortschritte macht, aber es dauert halt. Und vor allem, wenn man lernen kann, dass man den Weg genießt und nicht nur am Ende irgendwo ankommen will, dann braucht man auch gar nicht so auf die Bestätigung warten, dass man Fortschritte macht, sondern kann sich immer von dem bestärkt fühlen, was man tut. Und der allerletzte Punkt, über den ich reden wollte und dann gehe ich duschen, ist, dass ich ja eine kontinuierliche Partnerschaft mit Nukau habe, The New Company. Und die haben gerade diese Tafelschokoladen rausgebracht. Und die haben sowohl helle als auch dunkle Schokoladen, die aber alle vegan sowie Fairtrade sind und eben möglichst nachhaltig. Und ich wollte nur noch mal eben sagen, dass mein Code, ich blende den hier ein, immer für alle Produkte von The New Company gilt. Also ihr könnt ihn immer verwenden, wenn ihr Bock habt auf nachhaltige, faire und milchfreie Schokolade. Die haben eben gesündere Varianten, diese ursprünglichen Riegel von denen und mittlerweile dann eben auch verschiedene Tafelschokoladen mit ganz süßen Sprüchen wie "You're hot, but our planet shouldn't be" oder "Bitter for you, sweet for the planet". Alright, das wollte ich nur eben sagen. Verwendet gerne den Code, wenn ihr Bock auf solche Schokolade habt. Und damit würde ich sagen, ich gehe duschen und wir sehen uns. Ciao!